Hallo und herzlichst willkommen zurück zu Resident Evil 2, dem Remake von 2019. Und zwar werden wir diesmal den Durchgang mit der Claire spielen, den zweiten Durchgang. Wir haben ja zuvor den ersten Durchgang mit dem Leon gespielt und jetzt geht's an den zweiten Durchgang mit der Claire. Ich hatte ja erwähnt gehabt am Ende des letzten Runs, warum ich das so machen werde, die Reihenfolge. Ist in meinen Augen am sinnigsten, keine Ahnung. Und wir werden halt andere Dinge jetzt sehen mit der Claire. Wir werden andere Charaktere auch sehen. Wir werden andere Dokumente teilweise finden. Wir werden in den Genuss des Herzschlüssels kommen. Weil mit Leon hatten wir ja den Kreuzschlüssel. Das heißt, andere Räume werden wir betreten. Und ich glaube auch andere Waffen tatsächlich. Also im Original war das definitiv so. Da hatte die Claire ein paar ziemlich coole Waffen im Vergleich zum Leon. Aber hier ist es, glaube ich, auch so. Ja, und wir haben einen anderen Ort, an dem wir beginnen werden. Ja, von daher würde ich sagen, fangen wir einfach an. Helligkeit ist diesmal auch richtig eingestellt von Anfang an. Sound werden wir den Remake-Sound nehmen diesmal komplett. Beim Leon Run habe ich ja so ein bisschen hin und her geswitcht, aber hier bleiben wir komplett beim Remake-Sound. Und ja, und natürlich wieder Schwierigkeitsgrad normal. Damit es nicht zu einfach ist, beziehungsweise damit wir nicht zu viel Rennerei haben und ich euch wieder alles zeigen kann, alles vorlesen kann, jeden Raum zeigen kann, etc. Gut. Claire Redfield, zweiter Durchgang. Ein anderer Albtraum wartet auf Claire Redfield, die noch nicht weiß, wie sehr sich ihr bisher sehr gewöhnliches Leben ändern wird. Wir spielen wieder mit einem normalen Kostüm. Ja, wieder auf Standard. Und ich muss nur eine Sache dazu sagen. Ich habe gestern, wir haben heute den, keine Ahnung, 23., 24., irgend sowas, Juli. Und ich habe gestern den Leon Run beendet. Habe Stand jetzt den zweiten Part vom Leon hochgeladen. Also es werden noch einige Parts dann folgen. Und es wird noch einige Zeit vergehen, bis ihr das hier sehen werdet. Nur, dass ihr es wisst, wenn ihr kommentiert. Es ist ein Momentchen her, wo ich das gemacht habe. Ich weiß auch jetzt noch nicht, ob ich es direkt im Anschluss zum Leon Run machen werde oder erst dazwischen Päuschen machen. Das werdet ihr jetzt eher wissen als ich. Lassen wir uns alle mal überraschen. Und diesmal lese ich es nicht vor. Ist nämlich so schnell weg. Ja, bin fast da. Du kennst mich, ich komme klar. Ich komme zurück, sobald ich Chris finde. Wieso denkt jeder, ich komme in Schwierigkeiten? Was zur... Nicht schießen! Runter! Los jetzt! Was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Claire! Claire, alles klar? Mir geht's gut. Was ist mit dir? Ich muss weg hier, ist nicht sicher. Geh schon weiter. Ich treffe dich bei der Station. Gut. Leon, passt sicher vor mir hier. Ja, also diesmal war das ganze Vorgeplänkel deutlich kürzer. Wir sehen hier schon ein paar Gräber, die hier ausgehoben wurden. Wahrscheinlich aufgrund der Zwischenfälle, die sich hier zugetragen haben in der Polizeistation. Ich habe 3 Schuss. Wir haben eine ganz andere Waffe als der Leon. Wir haben eine SLS-60. Eine 9mm-Pistole mit 5 Schuss.
extrem einfache Handhabung, ja. Gut, der Leon hat eine kraftvollere Pistole im Endeffekt. Aber solange sie ihren Zweck erfüllt, ist doch die Hauptsache. So, blauer Bereich, gut, das kennen wir alle schon. Ich muss auch jetzt nicht allzu viel dazu erklären. Ich gehe jetzt davon aus, jeder, der das hier sieht, hat auch den Leon Run gesehen. Und wenn nicht, viele Dinge sind ja auch selbsterklärend. Oder ich gehe anderweitig nochmal darauf ein. So, wir sehen, wir sind an einem ganz anderen Punkt als der Leon. Stichwort zweiter Durchgang. Wir hören einen Hubschrauber. Und wir sehen, dass hier eine Kette vor ist. Ich muss noch gerade was dazu sagen, auch durch den Hubschrauber. Dieser Moment, in dem wir uns jetzt befinden, zu dem Zeitpunkt ist der Leon schon einige Zeit in der Polizeistation. Das hat sie auch gerade kurz angedeutet. Ist natürlich die Frage, was hat die Claire in der Zwischenzeit gemacht? Weil der Weg kann ja jetzt nicht so weit gewesen sein. Also wir gehen davon aus, der Leon hatte einen kürzeren Weg vom Auto zur Polizeistation. Aber was ist der Claire jetzt in der Zwischenzeit passiert? Weil wenn sie einen längeren Weg hatte, was ja offenkundig ist, da hätte sie auch viel mehr Zombies begegnen müssen. Ja, und das ist halt ein bisschen schade, dass man das einfach überhaupt nicht weiß. Was hat sie bisher, man muss sagen, durchgemacht? Also, weil sie ist ja, ich meine, der Leon war auch nicht kampferprobt, er ist ja ein Polizei-Rookie, er hat nur die Ausbildung gemacht. Aber die Claire, die ist ja überhaupt nicht damit irgendwie erfahren. Also, das ist halt das, was ich so ein bisschen merkwürdig auch schon damals fand, tatsächlich als Jugendlicher. Aber gut, sie wächst halt über sich hinaus. So. Und das habe ich gemeint, das war halt viel später beim Leon Run. So, ich muss gucken. Ah, hier ein rotes Kreuzchen, das habe ich direkt mal übersehen, seht ihr? Ach so. Das war hier sogar schon. Ja, ich finde das halt mega praktisch mit der Karte, dass man wirklich sieht, wo sich Gegenstände befinden. Der zweite Durchlauf ist in der Regel auch ein Ticken kürzer als der erste. Liegt daran, dass halt einiges schon passiert ist, jetzt, wo wir hier landen. Oh, Schneidewerkzeug. Finden wir relativ früh. Warte, ich bin gleich da. Okay. Claire, ich bin so froh, dich zu sehen. Wie geht's dir? Der Helikopter kam wie aus dem Nichts. Bin noch in einem Stück. Ich schätze, du hast keinen Schlüssel in einer deiner schicken Taschen. Tut mir leid. Nein. Aber wie geht es dir? Weißt du, ich schlag mich durch. Das ist gut. Ja. Neues in Sachen Bruder? Nein, noch nicht. Claire, nicht aufgeben. Ich bin sicher, wir finden ihn. Mist. Du weißt, was das heißt. Ja. Essenszeit. Claire, du solltest gehen. Sorg dich nicht um mich, Leon. Kümmer dich um dich selbst. Ja, verschwinde hier. Jetzt! Hey, lass uns das durchstehen. Beide, ja. Okidoki. So, wir haben das Schneidewerkzeug. Das müssen wir auch einsetzen. Lass mich mal kurz vorbei. Ja, danke schön. Ich hatte in Erinnerung gehabt, dass hier unten auch noch einer ist. Hallo? So, Schneidewerkzeug. Danke. Gut, hier wartet hoffentlich nichts auf uns. So, hier liegt was. Eine Quickdraw Army. So. Großkalibrige Pistolenmunition. Also auch eine andere Munition als die, der Leon hatte. Gut, wir haben auch eine andere, oder zwei andere Waffen. Hofschüssel. So, und öffne mal die Truhe und da werden wieder diese ganzen Waffen sich drin befinden, die wir nicht nehmen werden. Deluxe-Waffen. Gut, ich habe sie euch ja schon im Leon Run alle gezeigt, von daher, ja, brauche ich es nicht zeigen. Gut,
Das brauchen wir sogar noch, das Schneidwerkzeug. Ich behalte das alles mal, bis auf das hier. Gut, die Waffe scheint tatsächlich immer... Also die gehört anscheinend wirklich zum Spiel. Die ist jetzt nicht freischaltbar oder so. Deswegen werde ich einfach mal beide nehmen. Und werde ja auch unterschiedliche Munitionstypen finden. Weil das ist die Munition hierfür. Und das ist halt ein kleineres Kaliber. So. Okay. Hier haben wir alles. Ne, immer noch nicht alles. Warum ist hier noch... Ah, hier ist noch was. Handgranate. Ja, die haben wir direkt als Konterwaffe. Und es ist im Inventar nämlich schon voll. Super. Gut, Hofschlüssel werden wir gleich los. Gut, wenn wir Glück haben, finden wir im Polizeirevier ziemlich schnell eine... Oh, ich leg die... Ja, ich leg die Pistole erstmal weg. So. Um ein bisschen mehr Platz zu haben einfach. Oh, die laufen jetzt hier draußen lang. Das ist unglücklich. Ist auch ein Stück weit bedauerlich. Hä? So, das ist anscheinend die Dame und der Herr. Wenn die nach links laufen, ist so richtig, oder? Warum ist das nicht eingezeichnet? Krass. Die Tür geht noch da auf. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da war jetzt quasi die Tür zwischen den Spitzbuben und mir. Und der Bübin! Uiuiui. Ah, elegant ausgewichen. Ich hätte mir den Arsch gebissen, wenn ich in die falsche Richtung gerannt wäre. Achso, ich bin wieder zu hektisch. So, wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal hier. So, jetzt ist die Frage. Hier ist noch ein Holzbrett. Nehmen wir mit. Wichtige Objekte wegwerfen, ja. Machen wir alles. So. Holzbretter kennen wir ja. Also wir kennen das ja alles, das meiste ja schon. So, die großkalibrige Munition. So, jetzt wäre die Frage, da rein oder da hoch? Wir probieren mal hier reinzugehen. Das klappt. Also die Reihenfolge vom... Ich hätte schnell reagieren müssen. Fuck. Ist hier noch einer drin? Eieiei, der ohne Unterkörper. Erstmal die Waffe hier gewöhnen. Warum lebt der denn noch? Okay, jetzt geht wieder gut los. Weil ich einfach eine großkalibrige Waffe jetzt habe und das juckt ihn einfach nicht. Er nervt halt einfach grundsätzlich nur, ne? Ey Mann, du hast keinen Unterkörper mehr, was soll das denn? Danke. So, was haben wir hier? Ausgerissene Seite. So, und das sind wir, die Statuen, die kennen wir schon. Löwe, Einhorn. Okay, die Frau ist einfach nicht dabei. Way out. Okay. So, jetzt muss ich überlegen, wie machen wir es? Hier draußen streunert ein Zombie rum. Okay, also ich muss mich wirklich jetzt selbst rantasten, wie wir hier laufen. Komm mal rein zu mir. Ja, 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 nicht so schnell. So. So, okay, das Fenster ist jetzt eh schon... Ah! Schneidewerkzeug. Schneidewerkzeug. Vielleicht kann ich das Sekt dann schon wegschmeißen. Ich meine, das waren die einzigen Ketten im Leon One, oder? Ne, ich brauch's noch. Da ist einer. Ich muss mir halt erstmal einen Überblick verschaffen. Wir müssen natürlich auch davon ausgehen, da es jetzt, wie gesagt, ein späterer Zeitpunkt ist, im Vergleich zum Leon Run, dass ich hier auch schon ganz andere Gestalten rumtreiben. Oh ja, das nehmen wir natürlich mit. Also der Leon hat auf jeden Fall schon mal den Rollladen geöffnet. Da, wo der Polizist ohne Unterkörper sich rumtreibt.
Also müsste ja auch hier der Weg zum zur Haupthalle frei sein. Gut, Licht hat er hier nicht angemacht. Also spiegelt nicht eins zu eins das wieder, was wir erlebt haben, wo wir Leon gespielt haben. Sondern es ist halt ja einfach so eine vorgefertigte Geschichte im Endeffekt. Mit Dingen, die zu dem Zeitpunkt passiert sein könnten. So. Hier ist einfach nichts drin. So, langsam. Ist hier auf dem Gang noch was? Nee, ist nichts. Dann muss ich mich gleich umgucken. Okay. Ja, das ist... Okay. Okay, wir sagen einfach mal, es ist einfach eine andere Story. So, weil eigentlich ist das jetzt unsinnig, weil das war ja direkt am Anfang des Spiels schon. Okay, von der anderen Seite verschlossen. Das heißt, wir gehen doch mal ins Büro rein. Also es ergibt jetzt nicht alles wirklich Sinn hier. Wenn wir das mit der Leon... dem Leon-Durchgang vergleichen. So, hier drin werde ich jetzt gleich ein Brett benutzen. Nämlich hier direkt. Weil er will nämlich rein. Wie ihr seht. So. Also was haben wir hier? Hier ist eine Blendgranate. Die würde ich tatsächlich auch nehmen. Den würde ich lieben. Ja gut, das kann ich anders machen. Ja, heil noch. Bitte. Das mache ich direkt mal. So. Weil die Granate will ich noch nicht vergeuden. Okay, der guckt die Tür an. Das ist auch recht interessant scheinbar. Vielleicht kann ich mir an dem vorbeischleichen. Weil durch die Tür muss ich noch nicht. Weil... ja, wir kommen ja noch nicht in die Haupthalle. Ah, da steht dieser Stuhl oder was es da ist. Der ist eingeklemmt. War vielleicht gar nicht so dumm mit dem Holzbrett. Oh, die Holzbrett, okay, ist auf uns aufmerksam geworden, na, ist egal. Yeah, erster Fehlschuss. Hat lang gedauert. Okay, das Nachladen dauert dann doch ein bisschen länger. Wir dürfen natürlich davon ausgehen, dass er sich gleich wieder erhebt. Schießpulver weiß. Er gibt kombinierten Schießpulver, Säuregranaten oder MP-Munition bei Kombination von zwei Einheiten. So, ihr seht also zwei komplett neue Waffentypen. Was ich sehr cool finde, dass es halt ja anders ist als im Leon. So, MP oder Säuregranaten. Gut, eigentlich ist Säuregranaten sinniger, aber ich würde es erstmal liegen lassen. Ich weiß nur nicht, ob wir auch das hier liegen lassen wollen. Ich nehme es mit. Ich denke nämlich... Du liegst noch? Ja, du liegst. Ist ja noch was? Ach, ein Kräutchen ist hier auch. Gut. Weiß ich für später Bescheid. Da ja der Rollladen oben ist, bedeutet das ja, wir hätten eigentlich freien Zugang zu dem Speicherraum, das hier befindet. Gut, die Granate ist fort. Dafür haben wir jetzt das Messer. So, ausrüsten. Und dann schnurstracks zum Speicherraum. Ist hier noch irgendwas zum Sammeln? Brandgranaten, die kann ich nicht nehmen. Okay, werden also mit einem Granatwerfer hier ausgestattet sein irgendwann. So. Gut, da würde ich sagen, dass wir erstmal das Inventar leer machen. Was ist denn hier noch alles drin? Noch ein weißes Pulver. Noch mehr Munition. Kraut habe ich noch keins. MP-Munition, wow, okay. Und Elektroteil. Ja, das brauchen wir, um in die Haupthalle zu kommen. Okidoki, gut, dann müssen wir erstmal hier Sachen ablegen. Verstauen.
Gut, das werden wir oben benötigen. Bei den beiden weiß ich es halt nicht. Granate ist Kappes. Ich lege es erstmal rein. Denn wir müssen ja erstmal alles, was hier im Raum sich befindet, auflesen. So. Hier war das weiße Pulver. Und das war's, oder? Ne, das Kräutchen liegt hier noch. Liegt hier noch herum. So, das war's aber. Ja. Und die Brandgranaten, die nehme ich auch noch gerade mit. So, machen wir das Inventar leer. Und speichern. So. Ja, das brauche ich definitiv. Das weiß ich halt beides nicht, das ist das Problem. Ich nehme das mal mit. Und den brauchen wir ziemlich sicher. Ah, ich weiß, wo die zweite Kette war. In der Haupthalle. Da gibt es Sinn. Gut, dann speichern. Speichern wir mal hier.